Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Query und dem Beagle. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie sehr man es hört. Ich weiß es wirklich nicht. Meine Halsschmerzen von gestern, heute ist der 11.06., also einen Tag später, seit ich gestartet habe mit dem Let's Play. Meine Stimme hat es ein bisschen erwischt. Ich habe die ja und meine Halsschmerzen auch. Die sind schlimmer geworden, plus. Noch dazu ist meine Nase beschäftigt mit allem Möglichen, nur nicht mit gar nichts. Mal gucken, wie lange ich dann heute spiele. Ich habe nämlich so Bock. Ich habe so Bock auf das Spiel und ich bin scharf drauf zu wissen, wie es weitergeht. Dafür, dass die Story im Grunde relativ ähnlich wie Until Dawn ist, macht es trotzdem sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich habe beim Kopieren der Videos ins letzte noch mal reingeguckt, wo das ja mit Dylan und Ryan in der Hütte war. Und ich habe mich in der Tat gefragt, wenn jetzt die Hütte für die drei, wo Caitlin ja mit dabei war, nicht aufgebrochen gewesen wäre, also was wir ganz, ganz am Anfang des Spiels gemacht haben. Wären die dann so laut gewesen, dass Dylan in Ruhe das Kabel hätte anschließen können, also ohne so gebissen zu werden? Ist eine gute Frage, ne? Der Gedanke hat mich jetzt nicht mehr losgelassen. Naja. Mir ist auch aufgefallen, ich hätte fast jeden davon schon sterben lassen können. Oder aus Versehen, ne? Nick hätte ich liegen lassen können. Mit Abby. Abby hätte ich einfach die Flucht verkacken können. Ich glaube, dann hätte es dies auch erwischt. Bei Ryan bin ich mir nicht ganz sicher, ob der im Wald, als er nach Nick geguckt hat, wo ich ja die Abkürzung genommen habe, ob ich da ihn hätte sterben lassen können. Aber in der Hütte jetzt ganz bestimmt. Zusammen mit Dylan. Oder es hätte nur Dylan erwischt, keine Ahnung. Dann hätte ich auch Emma auf der Insel sterben lassen können. Jacob in dem Wasser hätte ich ihn ertrinken lassen können. Glaube ich, gehe ich von aus. Und er hätte dann mit Emma sterben können, wo Emma da runtergefallen ist. Ich hoffe, die lebt noch. Das heißt, wir hätten bei so ziemlich eigentlich jedem, bis auf Caitlin, die Möglichkeit gehabt, den jetzt schon sterben lassen zu können. Und jetzt, also auch Dylan, wobei ich frage mich ja, wenn ich Ryan im Wald wirklich hätte sterben lassen können, ob Dylan dann überhaupt zum Radioturm gegangen wäre. Keine Ahnung. Aber ein interessanter Gedankengang, oder? Wer ist die? Ist das Emma? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Oh, ist eine Unbekannte. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Die hat sogar den gleichen. Nee, hat sie oh nicht. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. This dude is very lost. Ich will dich schmecken. Hey. Komm her. Nick, was soll das? Lass das. Ryan, kannst du mal eingreifen? Pass auf, meines Ernst. Igitt, Leute. Igitt. Nick?
Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab dich. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Tja. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Nick noch retten können. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, oder? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Oh, wie gut, dass ich das mit Emma schon gemacht habe. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Okay. Die sitzen jetzt also im Poolhaus rum und machen was, genau. Man weiß es nicht genau. Ja. Ich bin mir in der Tat auch gar nicht mehr sicher. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neues Stück Geschichte des Campus. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern Caleb und Kaylee. Ja nun, die ist jetzt tot. Wo auch immer die herkam und warum auch immer sie da ist. Oder war. War. Naja, ich habe mich ja gefragt. Habe ich mich gefragt oder habe ich jetzt schon wieder den Faden verloren? Ich glaube, ich habe eher den Faden verloren. Ja, nun. In der Tat weiß ich nicht mal mehr, worüber ich mit euch reden wollte, gerade als ich angefangen hatte zu reden. Naja. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Ja, Abby. Ja, schauen wir uns mal weiter um. Ach, jetzt habe ich sie da. Ob das wirklich alles in einer Nacht spielt, weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Officer, und es ist ein Officer, ich habe ein Bild von Ted Raimi gesehen und der sieht mal so gar nicht aus wie der Typ, den ich für einen Jäger, also den der Jäger, der uns beschützt, von dem ich zumindest glaube, dass er uns beschützen möchte. Vielleicht wollen die aber auch, dass man das denkt, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann falle ich da sehr gut drauf rein. Ja. So besser? Der hat heftige Augenringe. Ja. Hey. Stirbt er da gerade? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein, Fisch. Auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Also das Kryptonit der Dinger ist... Versorgt hab, bei der Lodge.
Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hä? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Also stellen wir uns jetzt alle in den Pool und die Welt ist wieder gut? Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Wenn du mich das so fragst... Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ja, jetzt ist es wieder aggressiv. So. Was? So ein Schlag ins Gesicht. Dass ihre Haare flimmern, finde ich auch. Abby. Alter, Abby, was ist mit deinen Haaren? Sind die so heftig rot oder was? Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? What? Wenn ich dem jetzt sag, dass er anders ist. Ja, komm. Nick. Du bist anders. Nein. Nein. Nur Nick. Nur der Fick dich, Nick. What the fuck? Was soll das? Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Ich... Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Oh, no. Oh, Abby. Abby, alles okay? Was ein Scheiß. Und keiner wird misstrauisch, dass ihre Haare so flackern? Nein, dass er sie durch den ganzen Raum geschleudert hat? Ja, auch, dass seine Haare, ihre Haare so flackern, aber... ich würde sagen, das war's mit Nick, Dude. Sorry, aber... Nein! Warte mal. Die ist voll mit seinem Blut, ne? Vielleicht war das doch nicht der schlauste Move. Das war's übrigens mit Nick. Also, ich will mal festhalten, dass das de facto nicht tot ist, ne? Er lebt, er ist zwar nicht mehr... Naja, nicht mehr so... Sie mögen einmal glücklich gewesen sein. Ach komm, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass das anders gewesen wäre, wenn ich nicht geschossen hätte. Ich glaube, es wäre ein Blutbad geworden, hätte ich nicht geschossen.
So, was haben wir denn noch hier? Was ist hiermit? Okay. Ich nehme mal an, das sind Sachen, die ich theoretisch hätte finden können und die jetzt ein Upgrade gekriegt haben, die ich aber nicht sehe, weil ich ja die Ursprungssache nicht gefunden habe. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass sie die Hexe von Hackett's Quarry da immer noch versuchen, aktiv zu halten. Naja. Sie hat überlebt. Ach, sie ist ins Wasser gefallen. Wo sind die anderen hin? Ich weiß, da ist was im Wald. So ein Ding. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ist das ein Scherz? Und ich wäre jetzt auf die Lodge warum nicht von alleine gekommen? Naja. Was ist denn das für ein seltsames Zelt? Da ist ja nichts drin. Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Naja. Entschuldigung, aber Gruselmärchen gehören doch irgendwie ein bisschen mit zu sowas dazu. Deswegen fand ich das ein bisschen eigenartig. Brief eines Kindes. Liebe Mama, das Camp ist echt super. Mr. Hackett bringt uns total viel über die Natur bei und wie man im Wald sicher ist. Mein Freund Josh sagt, er hat im Wald den Geist einer Frau gesehen. Ich glaube, er hat sich das nur ausgedacht, weil er mir Angst machen will. Hab trotzdem ein Bild von ihr gemalt. Sie sieht echt wütend aus, aber ich glaube, manchmal benehmen Menschen sich nur wütend, weil sie traurig sind. Morgen geht es zum Segeln auf den See. Ich freue mich schon voll. Liebe Grüße von Roan. Selbst wenn's... Hat die mehrere Kinder im Camp oder warum muss er von dazu schreiben? No one knows. Also, wenn ich alleine im Wald wäre, würde ich drauf scheißen, wo wer ist und lieber versuchen, irgendwo reinzukommen. Toll. Also bei... Ist nicht sicher. Sag bloß. Bei Emma versuchen sie aber auch richtig oft, die sterben zu lassen. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Noch mit keinem war ich so oft in Todesgefahr wie mit Emma. Jetzt wollen sie aber auch wirklich ausreizen, dass ich wirklich heftig möchte, dass sie am Leben bleibt, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ich dachte ja vielleicht, aber nein. Ach so, Steine. Der hat jetzt schon zweimal Hardcore überlebt und jetzt bin ich wieder da dran, mit dir zu überleben. Ich meine, 5 Kapitel, ne? Habt ihr das auch gerade gesehen? Die Haut von Nick hat Puff gemacht. Also, wenn man das so nennen kann. Oder auch. Irgendwie sowas in dem Bereich hat's gemacht. Und dann war sie weg, die Haut. Hier ist scheiße dunkel. Laufe ich jetzt gerade wirklich wieder zurück? Oh, ich laufe gerade wieder zurück. Ist das ein Hinweis? Soll ich vielleicht lieber zurücklaufen? Ist es das, was ihr mir sagen wollt?
Oder wolltet ihr mir das Blut hier zeigen? Blut, Blut, überall Blut und Tod. Jetzt habe ich mich doch schon wieder verfranst. Naja. Jetzt bin ich wieder an der gleichen Stelle und habe mich verfranst. Interessant. Nee, mal witzen das nach. Da ist der Gehweg. Na, und dahin geht's ja wieder zurück. Mhm. Oder? Wo ist denn die besagte Lodge? Ich bin mit Emma gerade da. Also theoretisch muss ich nur dem Weg folgen. Aber ich sehe den Weg halt einfach nicht. Ja, nun, das mit dem Weg folgen, ne? Dass das Ding noch nicht sagt, naja, von mir aus. Die rennt eh die ganze Zeit im Kreis. War wohl der Regen. Okay. Also jetzt, Metacheles, wohin muss ich? Okay, diesen Weg werde ich jetzt versuchen, nicht wieder aus den Augen zu verlieren. Scheiß auf Erkundungstour. Diese Tarotkarten sagen mir sowieso nichts Sinnvolles. Jetzt habe ich den Taser gar nicht mehr. Nein! In welche Richtung? Das können die mir nicht antun. Ich renne doch glatt wieder zurück. Ich glaube, die wissen schon, warum die diese unsympathisch gemacht haben. Nämlich quasi als Test. Bin ich gewillt, sie zu retten oder nicht? Auch wenn ich sie nicht mag. Und wenn ich gewillt bin, entscheide ich mich dann auch immer richtig, um sie zu retten. What the what? Also ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern, ob ich wieder zurückrenne. Die Chance ist groß. Ich glaube, ich wäre da vor Angst schon gestorben. Ich glaube, so bergauf ist gar nicht schlecht. Hier hat doch irgendwas geblinkt. Ich habe es genau gesehen. Vielleicht aber auch nicht, sondern das war nur wieder zum mich ablenken. Den Weg schon wieder verloren. Oder soll er das sein? Ich glaube, das soll er sein. Du weißt, was da passiert ist. Ich habe das noch nie gemacht, Pa.
hört man dich weglaufen. Diese Scheiß-Kids. So, was? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen? Da? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Okay. So viel musste ich jetzt doch nicht tun. Caitlin! Mach doch die Tür hinter dir zu, du dumme... Abby! Sie ruft nicht nach Nick, als wüsste sie, dass Nick tot ist. Abby? Schrei halt noch ein bisschen rum, ist okay. Glaubt sie wirklich, da ist sie sicher drin? Das glaubt sie wirklich. Na gut, liebe Leute, ich mache jetzt einen Cut rein. Oh, wir haben wieder einen neuen Weg. Spiel mit dem Feuer. Oh, hätten wir das Lager, hätten wir die Feuerwerkskörper finden können. Das kann sein. War sie das, Verlus? War sie den Verlus ausgesetzt? Also das würde ich so jetzt nicht sagen, ne? Werde ich die jetzt nicht mehr los? Ne, die Ausrufezeichen werde ich jetzt nicht mehr los. Na gut, dann ist das wohl so. Brief eines Kids. Ich glaube ja nicht. Ach, Kacke. Okay, meine Lieben. Ihr seht, wir sind hier wieder bei Ryan. Das machen wir mal nächstes Mal. Also, es wird ja noch sehr interessant, die ganzen Leute durch die Nacht zu bringen. Mal gucken. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!